Wir sind wieder da. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben Samstag, heute den 3. Dezember 2022. Und wie jeden Samstag, Samstag. Und ja, ich muss euch nicht viel im Hintergrund sagen, weil es gibt dazu einen Thread in unserem korruptionsbefreiten Forum. www.freie-argumente-kultur.de. In dem Forum könnt ihr euch eh richtig müde lesen. Da steht schon viele gute Sachen drin. Also herzliche Einladung. Und die grobe Überschrift ist eben immer: Wir tauchen aus dem Strom des Lebens auf, um die große Verantwortungsfrage zu stellen. Okay, wir machen uns als Redekreis und ich gebe mal für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dillen. Ja, herzlich willkommen zu dem einzigen Ort auf der Welt, wo es aus meiner Sicht 100-mal mehr Wahrheiten gibt als an jedem anderen Ort und 100-mal weniger Irrtümer. Also bleiben Sie dran, liebe Leute. Auch wenn Sie noch so sehr denken, Sie wissen schon alles und Sie wissen, wie die Welt ist. Hier können Sie zum ersten Mal in Kontakt mit Wahrheiten kommen und Ihre Sachen überprüfen. Also bitte bleiben Sie dran. Und zwar, hier gibt es nämlich die drei vernünftigsten Wege zum Gutes tun, die es gibt. Also auch damit auch die drei vernünftigsten Wege zum glücklichsten Leben oder zum superglücklichen Leben, wie ich es immer nenne. Da haben wir einmal den Weg der Schenkergemeinschaften oder Schenkerkommunen, der im Prinzip auf einer Grundidee setzt, fußt, nämlich an die Menschen zu appellieren, dass sie sich selbst empfinden sollten als Immunzellen des Gesamtkörpers Menschheit und in dem Sinne sozusagen gegenüber der gesamten Menschheit eigentlich verantwortlich handeln sollten. Das ist ein Appell. Das ist der Ansatz der Schenkergemeinschaften. Dann haben wir einen davon sich ziemlich weit unterscheidenden Ansatz. Das ist der naturwissenschaftliche Ansatz des Weltrates und der Next Scientist for Future, der sagt, wenn die ganze Welt überzogen wäre mit Bonobos und Menschen gar nicht existieren würde, dann wär es eine Welt des reinen Gutes tun, weil die Naturgesetzlichkeiten von Bonobos sozusagen schon dazu ausreichen, dass ein Netz der pazifistischen, liebevollen Kommunen verbunden ist, sodass eine Kommune zwar keinen Kontakt mit den Kommunen am anderen Ende der Welt hat und auch diese Bonobo-Kommune sich sozusagen überhaupt nicht interessiert für die Kommune am Ende der Welt, also nicht wie eine Immunzelle da eine Einheit empfindet, sondern sich nur liebevoll um seine eigene Kommune und die Nachbarkommunen, wo die Verwandten sind, und die Liebespartner sind, die außerkommunen Liebespartner noch sind. Aber dadurch, dass das ein Netz ist, ja, also es geht ja wie so eine Kette immer weiter, ist am Ende natürlich auch die am anderen Ende der Welt befindliche Kommune auch im liebevollen Kontext drin. Auch wenn die eine Kommune sich niemals gedanklich mit der am anderen Ende der Welt jemals beschäftigen würde. Das ist das Modell, der Unterabteilung zum Beispiel der Gemeinschaft Köln-Süd, nämlich der Unterabteilung Savannen, Bonobo, Schenker, kommunistische Gruppenehe. Das ist das Modell Bonobo sozusagen. Und dann haben wir noch ein drittes Modell, auch vom Weltrat und den Next Scientists for Future und durchaus von ÖFF auch durchaus respektiert, nämlich die Gemeinwohl-Ökonomie-Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination. Also wenn eine politische Lösung überhaupt möglich wäre, dann wäre das die vernünftigste Lösung, nämlich Gutes tun so gezielt zu belohnen, dass wirklich
niemand mehr in der Lage ist, irgendwie zu profitieren durch schlechtes Tun und damit dann die Welt zum Gutes tun kommt und dann auch über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften zum Kommunenleben zurückkommt. Denn wenn da das die Natur des Menschen ist, würden natürlich dann in einer Welt des Gutes tun die Hausärzte auch anleiten Richtung Kommunenleben. Ja? So, und jetzt bin ich positiv heute. Ich unterstelle, es gebe ein paar hundert Genies im deutschsprachigen Raum, die sogenannten Stecknadeln im Heuhaufen, die wir finden könnten. Das unterstelle ich jetzt einfach und deswegen versuchen wir, diese Leute zu finden und zu gewinnen. Ja, denn ich habe auch keine Lust, was anderes zu machen. Nochmal ein Argument, ich bin so egoistisch, weißt du, ich bin mit meinem Wissen, mit meinen Wahrheiten bin ich immerhin Mitglied im Weltrat und gehöre zur Weltspitze des Denkens mit dazu. Wenn ich wieder zurückginge und einfach nur vorteilbringende Irrtümer, irgendwelche Therapien machen würde, um Geld zu machen und dann an hübsche Schwestern und Ärztinnen ranzukommen, da bin ich ja gar nicht Spezialist für. Ich habe ja jahrzehntelang nicht vorteilbringende Irrtümer entwickelt, um sozusagen Kunden abzuzocken, sondern ich habe nach Wahrheiten gesucht und das kann ich gut, also gehe ich weiter mit dem, was ich gut kann, nämlich Wahrheiten. Wahrheiten und Irrtümer aufdecken. Ja? So, und wenn Kommunen vielleicht der einzige Weg sind, weil das Politische, die GWÖ, GWO-Kombi, da habe ich ja selbst wenig Hoffnung, dass wir das hinkriegen, weil wir dafür 20 Millionen Menschen überzeugen müssten. Da denke ich, wir sollten erstmal versuchen, die paar hundert Leute zu überzeugen, die wir für Kommunen brauchen. Und das ist schon schwierig genug. Ja? Und ja, und dann für Kommunen gilt für mich der erste Satz, dann müssen für Kommunen müssen alle Irrtümer raus. Also das, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass vorteilbringende Irrtümer im Kapitalismus ja zu Erfolgen führen können, wenn es die vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte sind, das gilt nicht für Kommunenleben. Da müssen dann alle Irrtümer raus. Alles muss raus. Ja, sozusagen. Und da mache ich nachher weiter. So viel zu meinem Beginn. Wechsel beziehungsweise Ende. Oh, ach so, Wechsel, Entschuldigung. Hat's das Mikro nicht an? Genau. Wechsel 3? Ich höre Öffi jetzt auch nicht. Wechsel 3? Ja, gerne, wenn ich jetzt nicht eben damit jemanden ins Wort falle mit meinem Wechsel 3. Nee, leg los. Ich hab das Mikro nicht angehabt. Also, aber ich finde, hab gesagt, ich finde es gut, wenn der Janik Lust hat, dass der erstmal sagt. Ja, mache ich gerne. Ja, ich kann ja mal kurz mal von hier berichten. Ich bin ja hier im Friedenscamp in Berlin. Wir hatten jetzt hier interessante Entwicklungen gehabt die letzten Tage, weil hier gab es ja einen Brandanschlag und Brand- und Messerattacke auf die Zelte. Also genau, das haben wir jetzt hier ja am Montagabend erlebt gehabt und das hat dann so gewisse Entwicklungen nach sich gezogen, also so Medien, zumindest jetzt hier so im Berliner Rundumraum, eine gewisse kleine Medien, das ist jetzt die Zeit. Dein Ton wackelt. Ich höre dich nicht. Ja, dann machst du vielleicht besser, Öffi, erstmal weiter, Wechsel 2, oder sollen wir pausieren? Nee, wir gucken mal. Wenn wir pausieren erstmal. Normalerweise ja nicht so ein Sprintsport mache. Naja, dann beim Laufen habe ich die Polizei gerufen und die haben dann aber auch nichts mehr irgendwie geschafft, obwohl die nämlich mal anderen so eine Fahndung gestartet haben.
Naja, und danach gab es dann halt, oder danach kamen dann so gewisse Entwicklungen, also dass das dann hier ja bekannt Piep, wurde. piep. Jo, ich bin kurz zu Ende und dadurch dann auch sich so ein Solidarkreis sich gebildet hat mit Leuten, die uns jetzt hier unterstützen und Nachtwache machen. Und so können wir das jetzt versuchen, auch positiv für uns zu nutzen, diesen Vorfall. Wechsel. Ja, wechsel zwei gerne. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das freut mich natürlich, was der Dylan erzählt hat. Es freut mich auch in Berlin, was der Yannick erzählt hat, dass dieses schlimme Ereignis dann zu einer, ja, vielleicht Verbesserungswende auch für die Situation des Zeltcamps geführt hat. Ich fasse nochmal das zusammen, was der Dylan schon so ein bisschen differenzierter gesagt hat. Wir wollen Menschen sein, die das Schaden anrichten beenden und die es fördern in der Welt, dass das beendet wird und dass wir mit Menschen, die da so weit wie möglich schadlos leben wollen, auch passende Handlungs- und Lebensformen für entwickeln wollen. Also fühlt euch da alle angesprochen. Nehmt, wenn ihr wollt, gerne Kontakt zu uns auf und ihr werdet uns, wie ich denke, fruchtbar offen finden, dass man dann gemeinsam was machen kann. Und der Dylan hat ja dann schon verschiedene Ansätze beschrieben, was da an Detailmöglichkeiten bei uns existiert. Die Schenker sagen halt, wenn ein Mensch aus seiner Vernunft heraus sich entscheidet, für Sinn und Wohl des Ganzen zu leben, also auch seine Vernunftseele darin damit identifiziert und darin verwirklicht sieht, ja, kann er da natürlich das machen. Und wenn es trägt, ist es gut, ne? Und wenn jemand daneben, ja, was eine sehr ursprüngliche Verhaltensweise ist, also ihr könnt das sehen bei den Bonobo-Schimpansen, so eine freie Liebekommune mit viel Zärtlichkeit und die Frauen sind Friedensstifterin und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch eine Schiene, die in diesen Lebensformen dann ihren Platz haben kann, überhaupt gar keine Frage. Also mal burschikos gesagt, es können da nebeneinander dann sein Abteilungen, wo die Männer und Frauen miteinander meditieren und dadurch es schaffen, so insgesamt verantwortlich zu leben, während sie daneben ausschweifend miteinander zärtlich sind. Ja, sind alles nicht die Dinge, an denen irgendwas scheitern muss. Und insofern, also ihr seht, wir sind da total offen, ne, für verschiedenste Varianten, verantwortlich zu leben, kommt dazu. Und wir haben auch die Idee, oder Ideen, wie Reformen im jetzigen Gesellschaftskontext geschehen können. Dylans Vorstellung, dass das Belohnungssystem sich ändert. Also die Menschen handeln ja im Moment nach kurzsichtigem Belohnungssystem. Wofür kriegen sie Geld oder mehr Konsum? Und das kann auch sein, Geld oder Konsum durch schädliches Verhalten zu bekommen. Und da wäre es schon ein genialer Schachzug zu sagen, das Belohnungssystem wird umgestellt. Ab jetzt wird das gute Verhalten, also das Verhalten, was keinen Schaden anrichtet, das wird belohnt. Also, und man kann das erkennen daran, dass jeder Mensch eine Wohlfühlstimme hätte und sagt immer, wie es ihm geht. Und da würde man es ja merken dran, auch wo ihm Schaden zugefügt wird, ob durch den Arzt, der Geld verdient, durch nicht gute Behandlung, der Lebensmittelhändler durch nicht gute Lebensmittel und so weiter. Also kommt zu uns, wenn ihr da bei sowas mitmachen wollt. Ja, nächste Runde, Wechsel 4. Da ist noch der Nachbrenner. Wechsel 4. Ja, genau, Öffi hat das ja schon richtig beschrieben. Übrigens wird uns die GWÖ, GWO-Kombi dann auch in Kommunen wieder begegnen, wenn es darum geht, dass die Kommunen sich irgendwann entscheiden würden, doch wieder Tauschhandel zu praktizieren. Denn immer, wenn Tauschhandel ist, braucht man nicht das kapitalistische System. Das bedeutet, dass man die größten Profite machen kann, wenn man andere Menschen schädigt, sondern dann braucht man die GWÖ, GWO-Kombi, weil die bedeutet, dass man, wenn dann überhaupt nur Gewinne machen kann, wenn man anderen Gutes tut. Ja, also das ist der große Unterschied. Aber erstmal jetzt bei Kommune spielt erstmal die GWÖ, GWO-Kombi anfangs überhaupt keine Rolle erst einmal, sondern ich habe ja vorhin schon gesagt, alle Irrtümer müssen raus und das erste und nach
verschwinden dann die kapitalistischen Dinge. Nämlich zum Beispiel als erstes würde die Cancel Culture verschwinden. Ja? Die Cancel Culture, die ja bedeutet, dass ich nicht Gegenargumente aushalte, sondern Gegenargumente fliehe und sage, mit solchen bösen Menschen rede ich nicht, die anderer Meinung sind als ich. Ja, also das ist ja kurz gefasst die Cancel Culture. Ne? Und das sehen wir ja, dass die Cancel Culture sogar so weit geht, dass wir hier nur zu dritt sind. Ja? Also die Leute, sei es von Wandelgespräche oder die Leute, die der Janik kennt in Berlin und so weiter, oder auch heute leider der Luis und so weiter, sind alle nicht regelmäßig dabei, weil es offensichtlich ihnen keinen Spaß macht, sich mit Gegenargumenten zu ihren Konzepten auseinanderzusetzen, so nach dem Motto, ja, ich weiß doch schon, wie es richtig ist, ich brauche mich gar nicht mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Aber das ist der erste Grundfehler im Kapitalismus oder das erste Element des Kapitalismus, dass man sich nicht mehr mit allen Argumenten auseinandersetzt, sozusagen, und das meidet. Ja, und deswegen ist also der erste Punkt, der erst überwunden werden muss, dass man, wie wir das hier geschafft haben mit dieser Popper-Frack hier, dass wir uns ständig Gegenargumente sagen und das aushalten und damit leben und damit die beste und niveauvollste Gesprächssituation der Erde hergestellt haben, sozusagen. Das Zweite, was, wenn die vorteilbringenden Irrtümer verschiedener Sparten aus den Köpfen rauskommen, was dann aufhört, ist die Streitsucht. Ja, dass Menschen durch den Kapitalismus ja erzogen worden sind, sich regelrecht unnötig zu streiten und unsachlich zu streiten und so weiter. Und dazu gehört dann auch der Punkt Rechthaberei sozusagen, dass die nach und nach hört. Also, und das ist der erste Punkt einer Kommune, da sind wir uns sicherlich alle einig, dass es erstmal darum geht, dass man menschliche Nähe und menschliche Gegenargumente in einer entspannten Atmosphäre genießen kann, sozusagen. Das wäre der erste Zentralpunkt aller Kommunen, also auch der Unterabteilung Köln, Gemeinschaft Köln-Süd, Gruppenehe. Sogar dort wäre das erste Element. Und ich hatte wieder lauter Anrufe die Woche über von wegen Annonce und so für Kommune. Und es ist leider so, da sind einige Leute immer dabei, da kann man sagen, knapp vorbei ist leider auch daneben, ja, die ganz dicht dran sind. Aber die Leute kommen nicht hierher, weil sie es nicht für nötig halten, mit anderen Menschen zu sprechen und auch mal Gegenargumente zu ihren Vorstellungen zu hören. Die rufen alle an mit dem Tenor, ich weiß doch schon, wie die Welt ist und ich suche jetzt eigentlich ja nur einen Platz in der Kommune, aber eigentlich will ich mich gar nicht inhaltlich auseinandersetzen und vor allem keine Gegenargumente gegen meine Konzepte hören. Ich mache erstmal nur so viel. Das ist also sozusagen das, wozu ich einlade und wir alle einladen, kommt zu Kommunen, kommt erstmal hier in den Samstalk, in unser Plenum, Forum, lernt erstmal Gegenargumente auszuhalten, hört auf mit der Cancel Culture, lernt erstmal die Streitsucht aufzugeben nach und nach, die Rechthaberei und so weiter und erstmal wirklich entspannt über alles zu reden, wirklich über alles. Ja? Ja, sagt mir, wo ich mich irre mit diesem bisherigen Konzept, Wechsel. Ja, gerne Wechsel 2. Wo du dich da erst, kann ich dir nichts sagen, weil da sehe ich keine Irrtümer. Ich kann sagen, dass das ja der Punkt, den du angesprochen hast oder den du sehr betont hast, ist, dass wir eben freie Argumentekultur als sozusagen erstes Grundgesetz überall betrachten, für den Umgang unter Menschen in so einer Kommune. Oder wenn zwischendurch wir mit Leuten geredet haben, die da neue Verfassungsentwürfe oder irgendwas machen wollen. Ich habe dann immer gesagt, bevor ihr die nächste Ideologie wieder Ansatz 1 stellt und die ist dann nicht zu erschüttern, stellt Ansatz 1 anstelle 1 eurer Verfassung. Alles hier ist dem Grundsatz der freien, vernünftigen Reflektierbarkeit, Diskussion und Verbesserbarkeit unterworfen. Und das ist schon ein Grundsatz, wenn der mal praktiziert würde, dann hätte man wirklich gute Aussichten. Also wer jetzt gerade da in Berlin auch das Geschehen nach diesem Überfall aufs Zeltcamp so ein bisschen mitverfolgen will, da haben wir auch drüber geredet, dann in der
Chatgruppe des Friedenscamps findet ihr bei Telegram Friedenscamp 2022. Kurzer Hinweis noch, vielleicht hat Yannick seinen Lautsprecher noch zu laut. Irgendwo ist noch ein Lautsprecher zu laut. Ja, kriegen wir mal. Und ja, also da könnt ihr viel Interessantes dazu nachlesen. Und ich gehe ja dann auch hin und versuche mit der Gegenseite ins Gespräch zu kommen. In der Berliner Zeitung stand ein Artikel, wo so ein Twitter-Kanal mit verlinkt war, von einem Nicola Sacco da in Berlin, der sich der anarchistisch-antifaschistischen Szene so zurechnet. Und da waren viele Kommentare, die sich so lustig gemacht haben oder so. Ja, das werden die schon selber sich zugefügt haben oder die müssen doch mit sowas rechnen, ist halt Schicksal und trifft sie dann halt. Und danke Antifa und sowas. Also die haben das offensichtlich der Antifa zugeteilt. Ja. Und da habe ich dann eben auch gesagt, Leute, das erste Prinzip für Frieden und für offene Gesellschaft, also was Karl Popper auch so vertreten hat, da gibt es ja das Toleranzparadoxon. Dass er sagt, auch eine noch so offene Gesellschaft muss aufpassen, dass wenn sie härtester Intoleranz begegnet, dass sie da auch Grenzen ziehen kann, weil sonst pustet die Intoleranz die Toleranz eventuell weg. Aber da habe ich die Leute darauf hingewiesen, das Friedensprinzip Argumente statt Fäuste und dieses Poppersche Toleranzparadoxon sagt dann, dass die schlimmste Toleranz die Argumentationsverweigerung ist. Nicht irgendein schwieriger Standpunkt, nicht das, was Du da mit meinst die links, rechts schlimmste und rechts ist. Intoleranz. Entschuldigung, du meinst die schlimmste Intoleranz. Die schlimmste Intoleranz, genau, habe ich mich da versprochen. Das ist die Argumentationsverweigerung, ne? Nicht irgendeine inhaltliche Piep, Meinungsverschiedenheit, piep. sondern die Argumentationsverweigerung. Ja, danke schön, ich höre das Piepen. Und da habe ich geschrieben, Leute, wir sind argumentationsoffen. Wie sieht's mit euch aus? Und dann kam da so ein flopsiger Kommentar, der Computer sagt nein. Habe ich gesagt, Leute, das bestreite ich. Vor allem, wenn wir nicht über Einzelpunkte reden können, könnten wir darüber reden, was ist ein Minimum an für alle ausreichend und fairer Klärungsform. Ja, Ende. ich gebe weiter. Euer Konto 3 ist noch gut gefüllt. Ja, Wechsel 3. Ich habe ja auch über diesen Spruch keine Toleranz der Intoleranz nachgedacht. Also wenn jetzt der uns gegenüber geäußert wäre, ich wüsste jetzt gar nicht, wo wir jetzt intolerant wären. Ne? Oder ob jetzt die Intoleranz nicht eher von denen kommt, die uns angegriffen haben. Das ist dann die Frage, inwieweit solche Sachen umgedreht werden. Und jetzt kommt hier gleich die Polizei, deshalb, ich sag mal, Wechsel, dann könnt ihr weitermachen, weil ich eventuell gleich dann ein Gespräch mit denen habe. Wechsel. Wechsel 4. Die Frage ist, sollen wir unterbrechen so lang oder nee? Oder was meinst du, Öffi? Wechsel Also 4. ich denke, wir können weitermachen. Ich denke, wir können weitermachen. Wir können Ja. es für Janik da kurz zusammenfassen, so. Wechsel Ja. 4. Ja, um das noch einmal klar zu machen, für uns Naturwissenschaftler ist Guten ja Abend. mittlerweile Hallo. klar, dass das, was verschiedene politische Gruppierungen machen und zum Beispiel vielleicht so ein Überfall, der könnte jetzt ja von Rechtsextremisten stammen, so ein Überfall oder von Linksextremisten oder von Hooligans oder von irgendwas oder von irgendwelchen Jugendbanden oder so weiter. Aber das Entscheidende ist immer, überall in diesen Bereichen sind ja aus unserer Sicht, aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht, deren Gehirne voll von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, sodass also ich ja sage, die Linksextremisten und die Rechtsextremisten und all die anderen, wenn deren Gesellschaftsmodelle Realität würden, würden sie alles nochmal verschlechtern, weil sie so voll sind von Manipulationen. Ja? Wo irre ich mich da? Wechsel. Du kannst ja Yannicks Konto nutzen, ja? Ja, da hat der Janik bestimmt nichts Genau. gegen. 3, ja? Genau, Wechsel zu Konto 3. Ja, ich denke, das ist so. Und ich habe ja vor, das dann nochmal zu präzisieren. Also ich werde dann da nochmal hinschreiben, also mit meiner Twitter-Antwort in diesem Kanal.
von dem Nicola Sacco. Ich präzisiere nochmal, wenn wir nicht über Einzelfragen dann miteinander erstmal sprechen, und die meinen natürlich mit Intoleranz, also dass wir zu intolerant wären, dass wir zu rechts oder rechtsoffen wären, ne? Da haben die ja ganz konstruierte Maßstäbe für, wenn du mit dem Falschen redest, hast du schon eine Kontaktschuld so auf dich geladen, dass man zuschlagen kann. Also wenn ihr nicht mit uns über Einzelpunkte reden mögt, ist es auf der Metaebene eben wenigstens möglich, was ein Minimum unter Menschen, unter denkenden, sprechenden Tieren an Gesprächsbereitschaft wäre, bevor man einfach zuschlägt. Also eine allseits ausreichend faire und gründliche Gesprächsgelegenheit. Also damit würde ich ja sehr direkt eben das pointieren, dass sie durch die Ansprüche, die Wechselwunsch. Argumente verfolgt oder eben das Toleranzparadoxon, dass sie das mal wirklich auf grundlegendste Weise ernst nehmen würden mit. Ich kann vielleicht noch eben sagen, ich könnte sie auch einladen, eventuell daraus ein Forschungsprojekt zu machen, mit Veröffentlichung des Verlaufs oder Ergebnisses in einem wissenschaftlichen Buch. Das könnte eventuell sich auch anbahnen. Ja, bitteschön. Wetzel 4. Ja, wie gesagt, für mich sind diese Leute, die sowas tun, eben aufgezogen von bestimmten Sparten der Gesellschaft, Vorstellungen zu haben, nämlich der Kommunikationsunterdrückung, die am Ende zu einer drastisch verschlechterten, eher diktatorischen, vielleicht wieder kommunistisch-diktatorischen Gesellschaft führen würde. Und das erinnert mich eben auch an die verfassungsgebende Versammlung oder an die, wie heißt sie nochmal, die Gemeinwohl-Lobby, ja, die ja auch wieder nur ein neues sektiererisches Konzept machen, ohne das zur Prüfung zu stellen und zu hören wollen, wo die Irrtümer sind. Das ist überall das Gleiche. Es ist überall Cancel Culture und keine Kommunikation. Ja, Ende. Konto Ja, 3. wechseln. Ja, Konto Wechseln. 3. Nee, dann. Ja, die Gemeinwohllobby und ihr Ansatz, einen neuen Verfassungsentwurf zu machen, hat ja unsere Einladung und Angebote direkt bekommen. Ich habe Ihnen das ja da auch reingeschrieben in Ihre Vorschlagssammlung. Setzt an die erste Stelle die freie Argumentekultur. Damit wir nicht wieder irgendwelche nicht hinterfragten, nicht gründlich genug geprüften Dogmen hinterherrennen sollen. Also wo auch dann der beste Experte, der dagegen was sagen kann, nicht mehr dran hebeln kann, weil es ist halt festgeschrieben ohne diese Hinterfragbarkeit und Änderbarkeit. Ja, ganz wesentlich. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass das halt zu wenig Fifi, gemacht wird. Ja, Dankeschön. du hättest noch ein paar Sekunden. Ja, nö, aber ist ganz gut so an der Stelle. Ja, dann neue Runde. Gern. Wechsel 4. Ich warte nur noch das Klingeln ab. So. Wechsel 4. Ja, also wie gesagt, da ist Hopfen und Malz verloren. Die Menschen sind zerstört. Ja, also diese Leute glauben, also auch die Antifa sie haben es ja auch bei Extinction Rebellion gesehen, die glauben, sie würden eine bessere Welt schaffen. In Wirklichkeit schaffen sie schon alleine mit ihrer Cancel Culture und mit ihrer Kontaktschuldvorstellung, ja, schaffen sie schon wieder eine bessere Welt, nämlich eine Hölle auf Erden, in der bestimmte Sachen nicht erlaubt sind zu sagen. Ja? Und das ist halt gerade der Unterschied. Hier ist deswegen die Weltspitze des Denkens versammelt und alle anderen sind eingeladen und wir hören uns gerne deren Argumente an, warum sie glauben, dass sie ein besseres Konzept hätten. Aber ich bin sicher, wir drei könnten den Leuten allen erklären, warum ihr Konzept eher zur Zerstörung führt und nicht zum Guten führt. Ich mache mal aber mal ganz bewusst weiter, weil ich auch die Fernsehzuschauer natürlich informieren möchte. Was also die erste Stufe, wo alle unsere Kommunen sicherlich ähnlich sind, ist, dass es darum geht, eben dieses menschliche Nähe,
entspannt genießen, ohne dass es in Streitigkeiten, ich kenne nämlich viele Kommunen, die allein schon an der Streitsucht massiv gescheitert sind, wo die Leute sich kaputt gemacht haben und wo dann die ganze Kommune kaputt ging und die nicht mehr in der Lage waren, mein Mediationsangebot anzunehmen, weil sie so voll Hass waren, ja, dass dann die ganze Kommune kaputt ging. Denn wenn die Mindestvoraussetzung nicht mehr da ist, nämlich auf Mediationsangebote und Mediationstechnik einzugehen, dann ist es vorbei mit einer Kommune. Ne? Dann und so ging das dann zum Beispiel kaputt bei diesem einen Kommunenprojekt, an das ich gerade denke. Ja? So, und jetzt kommen aber weitere Punkte, die, wenn die vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen, die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten nach und nach aufgedeckt werden und rausfliegen, dann kommt bei einigen Kommunen, vielleicht nicht bei allen Unterabteilungen, wird den Leuten bewusst werden, dass der Kapitalismus und die vorteilbringenden Irrtümer ihnen eigentlich geführt haben zu einem Mangel an medizinischen Massagen. Ich finde so die medizinische Massage, so Rückenmassage, wie man sie wie sagt man, Physiotherapeuten kennt, das ist so ein guter Weg, überhaupt erstmal wieder in einen Körperkontakt zu kommen. Ich selbst halte ja selbst von Umarmen weniger, weil ich sage immer so, ich bin immerhin so, wie sagt man, waschzwangmäßig und bakterienphobisch von den Sparten, den Putzmittelsparten und Reinigungsmittelsparten erzogen worden, dass ich, wenn ich jemanden Körperkontakt habe, dass ich dann immer gerne vorher dusche, sozusagen. Und wenn man dann so eine runde medizinische Massage macht, erst der eine massiert den einen und der andere den anderen, das ist eine Form, erstmal ganz unschuldig sozusagen Körperkontakt wieder zu erlernen, überhaupt zu ertragen und entspannt zu genießen, sozusagen. Die medizinische Massage in der Kommune, das ist so. Das ist schon so ein Vorschlag. Ob da allerdings jetzt alle unsere 11 Locations und Modelle mitgehen würden, das ist dann wieder eine andere Frage. Das kann ja der Öffi dann gleich sagen. Und dann als nächster Punkt, jetzt wird es schon ein bisschen heikler, also in der Unterabteilung der Gemeinschaft Köln-Süd, Savannen-Bonobo-Schenker kommunistische Gruppenehe, würde das natürlich dann schon als nächster Punkt kommen, dass wenn die vorteilbringenden Irrtümer verstanden sind, dann entsteht eine Freiheit, dass man auch sagt, jetzt treffen wir uns doch einfach mal auch zu Genussmassagen. Ja? Das heißt, das Leben wird immer aus naturwissenschaftlicher Sicht immer beglückender, sozusagen, weil wir Naturwissenschaftler sagen, das sind unsere natürlichen Lustmöglichkeiten, die unsere DNS in uns eingebaut hat und die sollten wir auch leben, wenn wir nicht unter einem Glücksmangel leiden wollen. Und als nächstes käme vielleicht dann sozusagen die Ebene der Streichelmassagen und ich mache erstmal so weit, ja, wo irre ich mich, wenn ich sage, dass wir Biologen sagen, der Mensch hat genetisch eingebaut Schmerzmöglichkeiten und Lustmöglichkeiten. Und wenn er nicht sein Leben so gestaltet, dass er möglichst wenig Schmerzereignisse hat und möglichst viele der Lustmöglichkeiten sozusagen praktiziert, und wir Naturwissenschaftler sehen das ja so, dass wenn wir die vorteilbringenden Irrtümer rausschmeißen, die bestimmte Sachen tabuisieren, dann dürfen Menschen wieder bestimmte Dinge genießen. Und das sollte auch dann ein Grund sein, aus naturwissenschaftlicher Sicht in die Kommunen zu kommen, weil wir es schaffen können, dass man diese Dinge wieder ganz entspannt genießt, auch wenn man jetzt noch ein Tabu dagegen hat. Aber dieses Tabu erklären wir ja als vorteilbringende Irrtum irgendeiner Sparte, die durch die Unterdrückung dieser Lustquelle verdient, so nach dem Motto, je unglücklicher die Menschen, desto mehr kaufen sie meine Produkte. Ja, das ist ja die Logik des Kapitalismus. Ja, sagt mir, wo ich mich da irre bis jetzt in diesen weiteren Stufen, wie ich mir positiv Kommune vorstelle, Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also ich glaube, also
aus Schenker-Sicht wäre das natürlich alles total zwanglos. Die Leute können auch, was weiß ich, wenn da ein buddhistischer Mönch beitreten will, da können sie sich einfach eben auch im Abstand meditierend, geistig-seelisch vereinen oder was auch immer tun. Aber ich sehe es so, dass die von dir beschriebenen Verhaltensweisen, die werden wahrscheinlich gute Konjunktur haben in solchen Gemeinschaftsversuchen. Also bei uns in der Familie sind die Rücken- und Fußmassagen durchaus beliebt. Und von daher, also ich glaube, dass das alles eine gute Einheit miteinander bilden kann. Ich kann vielleicht noch sagen, und der Yannick, dem entgeht ja nichts. Also auch wenn er jetzt nicht mithören sollte, er kann sich ja die Sendung anschauen. Ich schicke sie ihm dann nochmal auch in seinen persönlichen Account. Also ich fand das natürlich gut, dass, also oder sagen wir erst, ich finde es natürlich nicht so gut, dass das Friedenscamp nicht allein schon wegen seiner inhaltlichen Impulse schon längst auch, was weiß ich, jeden Tag in der Tagesschau berichtet wird. Aber dass das jetzt durch diesen Überfall eine gewisse lokale Medienwelle da bekommen hat in Berlin, das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass da ein besseres Solidarnetz sich vielleicht entwickelt hat. Das ist auch sehr erfreulich. Und ich krieg's ja auch aus dem Abstand mit, weil, also seit einigen Wochen ist es so, dass vorher eine ziemlich starke, also bundesweite Medienflaute, ne? Hat natürlich bestimmt damit zu tun, dass ich so zum Vorzeige Querdenker und so und Querdenker Zeltcamp-Fortsetzer mich da gemacht habe. Und ja, also da war große Flaute und Kontakte auch aus früherer Zeit. Da hörte ich dann eher, nee, das bringt nichts, das können wir nicht machen, kein Artikel oder keine Sendung. Also seit einigen Wochen, beziehungsweise was weiß ich, lass es mal 2, 3 Monate sein, ist da mehr Öffnung. Also es gab Bild-Zeitungsartikel auch bundesweit, zwar nicht ganz so, dass die schon das Zeltcamp mitgebracht haben, aber immer ist mein Stirnband mit Webseiten mit dabei, ne? Wo mittlerweile der Bezug zum Zeltcamp eben auch vorher war er auch schon, weil ich habe ja schon da an einer Stelle mit reingeschrieben, dass ich so ab 2020 dieses Demokratiefürsorgecamp fortgesetzt habe. Jetzt ist der Bezug noch dicker mit drin. Wir waren in einer Mainstream-Talkshow eingeladen bei Brit. Und da kann man natürlich sagen, ist ein bisschen boulevardmäßig, aber man kann es ja auch umdrehen, kann sagen, wer soll heute noch Lanz und sowas gucken mit dem verengten Meinungskorridor? Kann man besser Brit gucken, wenn da die echten Systemaussteiger mal zu Wort kommen. Und auch andere Medien, Ende. also RTL News, und Piep, ich kann, piep, wahrscheinlich ist es noch ein paar Sekunden, oder? ja. Ich kann nämlich sagen, es gibt zwei Dinge, die wisst ihr jetzt noch nicht. Also für den 19. Dezember hat OKiTalk, da hat der Gründer Klaus Glatzel mich angerufen, hat gesagt, da will er mal wieder eine Sendung über mich und Schenker bewegen machen. Und ich habe gesagt, da machen wir natürlich überwiegend Thema auch Friedenscamp und so. Ende. Und, okay, es gibt ein wissenschaftliches Buchprojekt. Das sage ich beim nächsten Mal genau. Alles klar. Ja, Wechsel 3, dann kann ich ja kurz hier mal wieder reinkommen. Ja. Ja, ich habe jetzt auch wieder gut mitgehört. Das Gespräch ging jetzt nicht so lange. Also ich bin hier zuhörertechnisch gut dabei. Und Öffi, du kannst auch gerne hier weiterreden auf Wechsel 3, wenn du Interesse hast. Wechsel. Wechsel 4 Ja gut, erst dann nochmal. noch rum. Wechsel 4 erst nochmal. Okay. Oder nur kurz, Janik, für dich als Information. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest. Ich hatte sozusagen, um zu werben für Kommunenleben, schon mal angesprochen, so ein paar Stufen des glücklichen Lebens und war dann sozusagen gekommen, so über Möglichkeit medizinischer Rückenmassage, eventuell sogar dann danach die Ebene der Genussmassagen oder sogar der Gestreichelmassagen. Und das war, also weil es mir heute darum geht, was können wir durch das Rauswerfen von vorteilbringenden Irrtümern und damit durch das Beenden von Tabus in uns sozusagen an Genussfähigkeiten in der Kommune wieder rückgewinnen, die der Kapitalismus uns weggenommen hatte? Und dann, wie können wir glücklicher werden in der Kommune? Hattest du das so mitgekriegt? Ja, also zum, ja, mit den Rückenmassagen und so weiter, das habe ich mitbekommen. Jetzt Ende eventuell nicht, aber das mit den Rückenmassagen, ja.
Ja gut, dann sind wir ja alle wieder auf einem Stand, ne? Wolltest du direkt etwas, Effi? Ja, ich kann dann fortsetzen. Dann bist du Wechsel dann 3, noch ja? in Unterform. Genauso wie ich ja denke, auch ohne Überfall hätte das Friedenscamp jetzt schon immer in den Tagesschau-Nachrichten erwähnt werden müssen. So finde ich es natürlich auch entsetzlich, dass die Wissenschaft bei sowas ja in der Ferne steht, ne? Und man ist da wie in der Wüste alleingelassen. Dabei wäre solche Verantwortungsforschung und Verantwortungswissenschaft natürlich auch das Wichtigste, was geschehen könnte. Aber auch da sogar regt sich im Moment was, ne? Also es kann natürlich alles immer, also ich bin da nicht naiv, kann alles auch abgewürgt werden wieder und zerfallen, wie auch immer. Auch das zählt für mich zum Forschungsexperiment dazu, ne? Also welche Offenheitsspielräume lassen sich finden? Wo tauchen welche auf? Wo fallen sie wieder weg? Also ich warte ja auch noch auf die Anzeige jetzt wegen des Kanzleramtssturms, die mir fest zugesagt war, die ich bis jetzt noch nichts, wo ich nichts Schriftliches zugeschickt bekommen habe. Okay, aber das ist alles Teil des Forschungsexperiments. Man muss einfach so gezielt wie möglich die Hypothesen und die Experimente setzen. Und der Rest ist auch Teil dann der zu dokumentierenden Dynamik im Geschehen, auf das man sich dann wieder weiterführend einstellen kann. Und ja, es gab so einen Verlag, so einen Wissenschaftsverlag, der hat ja auch das Buch von der Anke, also ihre Diplomarbeit, schon rausgebracht. Und ja, die sind interessiert daran, ein Buchprojekt jetzt auch mit mir zu machen. Ich habe ja auch meine Diplomarbeit von damals über Gandhi. Und ich bin ja auch interessiert, Forschung ja dann ans Leben anzudocken. Auch da wird ja Satdan die Entwicklung der Aktionen und Projekte bis zum Friedenscamp mit reinkommen. Und das wäre ja sogar was, wo man dann den Antifas, oder nehmen wir an, die haben Kontakt auch zu den Überfallleuten, ne? Wenn sie schon mit denen so gut gesinnt sind und sich bei ihnen bedanken. Ja, vielleicht haben sie auch Kontakt. Da kann man jedenfalls den Leuten anbieten, lasst uns das als wissenschaftliches Forschungsprojekt machen, dass wir miteinander zumindest gucken könnten, was wäre ein Minimum an Gesprächsbereitschaft, bevor die Nicht-Gesprächsbereitschaft praktiziert wird. Also da, wo Popper sagt, die Argumentationsbereitschaft ist das Allerwichtigste, die Argumentationsverweigerung das Schlimmste. Also was soll denn das Minimum bei euch sein, um das Schlimmste nicht gleich am Anfang zu machen? Und darüber können wir uns miteinander unterhalten, das können wir dokumentieren und können das als Teil eines Forschungsprojektes betrachten, dessen Verlauf und Ergebnisse gerne auch wiedergespiegelt werden können in einem wissenschaftlichen Buchprojekt. Wie Piep, gesagt, müssten alles andere Leute schon seit Ewigkeiten und mit größtem Herzenseifer machen, machen sie aber nicht, und dementsprechend gucken wir einfach, wo sind Spielräume, aus denen wir was machen können. Das mit Okitok hast du gehört, Janik, nehme ich an, ne? 19.12. Genau, ja. Okay, dann gebe ich ab. Wechsel 4. Ja, vielleicht nur ganz kurz noch einmal dazu das nochmal herzlich eingeladen. Sprecht doch mal mit allen Leuten, mit denen ihr Kontakt habt, warum sie samstags nicht dabei sind. Weil die echte freie Argumente-Kulturprüfung kann doch nie besser stattfinden, als dass man sich mit der Weltspitze der Naturwissenschaft und deren scharfen Gegenargumenten, dass man sich da sozusagen damit überprüfen lässt und konfrontieren lässt. Dann kann man doch, erst dann kann man zeigen, dass man sagt, ich lasse wirklich, ich bin bereit, mir alle Gegenargumente anzuhören. Ne? Und das ist bis jetzt schade, dass so viele nicht dabei sind. Ne? So, dritte Runde. Nächste Runde wollte ich sagen. Ja, Wechsel 4. Also nach dieser herzlichen Einladung wirklich nochmal alle Leute anzusprechen, warum scheuen Sie die Tatsache, dass Ihnen die Naturwissenschaft vielleicht eben bestimmte Argumente nennt, die kritisch sind? Ne? Das sollte man ja nicht scheuen. Ne? Und dass wir hier die Weltspitze der Naturwissenschaft ist, das hatte ich euch ja damals schon mal vorgelesen. Da war, glaube ich, der Janik nicht dabei. Da habe ich ja von dem sogenannt weltweit wichtigsten Denker, Professor Richard Dawkins, aus seinem sogenannt inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, das auch mein ganzes wissenschaftliches Denken damals revolutioniert hatte, hatte ich ja die
die 3 Seiten vorgelesen, der Kapitalismuskritik, wie er am Beispiel der Rechtsanwälte aufgezeigt hat, dass Rechtsanwälte im Kapitalismus eigentlich dann am meisten verdienen können, wenn sie den Kunden schaden, Sachen unnötig streitig gestalten und dadurch dann sie mehr Geld bekommen und der Kunde mehr Geld bezahlen muss, sozusagen. Ja? Das hatte ja Professor Dawkins damals messerscharf spieltheoretisch, mathematische Spieltheorie auf der Basis der mathematischen Spieltheorie ja erläutert. Und ich habe euch das ja mal vorgelesen. Olfi, du erinnerst dich noch, ne? Ja, dass ich euch das alles mal vorgelesen. Ich glaube, der Dings war dabei, der Louis, ne? So, aber jetzt mache ich einfach das, was ich jetzt machen wollte, nämlich jetzt trennt es sich ein bisschen. Es geht mir heute ja darum, Leute, warum solltet ihr in unsere Kommunen kommen? Und der Öffi wird euch sicherlich auch gleich sagen, wo er euer Glück sieht, wenn ihr in Schenkergemeinschaften kommt und mitmacht. Ja? Und jetzt sage ich euch aber auch, was in der, also die Gemeinschaft Köln-Süd als Ganzes, da ist auch das möglich, was der Öffi eben gesagt hat, dass 2 Buddhisten sich sozusagen in geistiger Vereinigung beieinander sitzen und sonst gar nichts machen. Ja? Aber in der Unterabteilung Savannen-Bonobo-Schenker-Kommunistische Gruppenehe, da würde es jetzt noch weitergehen. Da würde jetzt plötzlich noch eine sehr umfassende Sexualität dazugehören, weil wir Biologen ja davon ausgehen, dass die Sexualität die größte der genetisch einprogrammierten Lustquellen ist im Leben von Savannenbonobos oder Menschen, ja, dass dann also sozusagen wir einmal die Situation haben, dass wirklich alle Männer mit allen Frauen Sex haben, weil das Bonobo-Modell genau seine Friedlichkeit nur aus dieser Situation bezieht. Und dann kommt das Nächste, was noch erschreckend ist, dass wir sagen als Biologen und Psychobiologen und Evolutionspsychologen und Biopsychologen und so weiter, als die Weltspitze dessen, dass eben diese hohe, die Bonobos sind ja sozusagen die gewaltärmste Art der Erde. Ne? Die gewaltärmste Art der Erde, dass dieses Bonobo-Modell, dass das leider darauf auch fußt, dass wir haben ja sehr viele Frauen, die sind lesbisch oder die sind bisexuell oder die sind polyamor. Wir haben ja sehr viele Menschen, die da sind. Aber für viele ist es trotzdem noch erschreckend, weil der Kapitalismus ja dagegen riesige Tabus aufgebaut hat. Und genauso wie euer Zeltcamp angezündet wurde, werden ja auch Frauen und Männer für ihre Homosexualität überfallen und verprügelt und in manchen Ländern sogar umgebracht und so weiter. Ja. Und bei uns würden also die Arbeit an den vorteilbringenden Irrtümern, die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbau, Therapie und Technik, ja sogar dazu führen, dass die Frauen auch wieder in der Lage wären, ihre weibliche Bisexualität voll zu entwickeln. Weil die Bonobos sind nur deswegen so friedlich und so gewaltarm, weil eben die Frauen alle mit allen Frauen Sex haben, das sogenannte Gigi Rubbing, und die Frauen mit allen Männern Sex haben und die Männer alle miteinander mehr oder weniger verwandt sind, Brüder und Brüder, Onkel und Neffen und so weiter, Väter und Söhne. Und aber trotzdem, weil die ja keine Tabus kennen, keine Tabus des Kapitalismus kennen, sogar die Männer ab und zu leichte sexuelle Begegnungen sogar miteinander haben, weil die kennen ja kein Tabu, die machen einfach, was Spaß macht. Ne? Und das ist sicherlich etwas, was es dann nur in der Unterabteilung, erst einmal nur in der Unterabteilung der Gemeinschaft Köln-Süd, in der Unterabteilung Savannen-Bonobo-Schenker-Kommunistische Gruppen geben würde. Aber es geht mir ja darum, dass ihr auch versteht, es könnte sein, dass ihr euch als liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch
sehr verändert, dadurch, dass wir an den vorteilbringenden Irrtümern arbeiten, dadurch, dass wir arbeiten, wo irr ich, wo du, dass es dann dazu kommt, dass ihr immer freier von den kapitalistischen Tabus werdet, von den Empfindungsverboten und Fühlensverboten und dass ihr dann zu, wie wir Biologen sagen würden, Psychobiologen sagen würden, wieder zu eurer wahren Natur zurückkommt und dann auch wieder sozusagen zurückkommt zu dieser pansexuellen Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe und dann aus unserer biologischen Sicht die höchste Glücksebene des Menschseins erreicht, weil wir gehen ja davon aus, dass wir vor 400.000 Jahren genau so gelebt haben, bevor der Kapitalismus erfunden wurde mit der ersten Erfindung des Tauschhandels, die Büchse der Pandora geöffnet hat. Ne? Ja, und jetzt vielleicht kann ja Öffi und Yannick sagen, wo sie denken, dass in den Schenker-Gemeinschaften die großen Glückserlebnisse sind, die für die Leute so attraktiv sein könnten, dass sie dahin kommen. Denn für mich ist das höchste Attraktive natürlich diese Bonobo-Vorstellung, die Gruppenehe. Das ist für mich das, was mich reizt an einer Kommune. Aber erst einmal sagt mir, wo ich mich irre und sagt ihr vor allem, wo ihr in den Schenker-Gemeinschaften die Glücksquellen sieht, weswegen die Leute kommen sollten in Scharen. Also wenigstens ein paar hundert Genies zu uns kommen sollten. Wechsel. Ja, wenn Yannick es nicht drängt, dazwischen zu hüpfen, kann ich was sagen. Wechsel 2. Wie schon gesagt, Schenker Bonobo leben, können sie bei uns auch alles leben. Also wenngleich der Dylan da einen besonderen Akzent hat, da in seinem Gemeinschaftsversuch Köln-Süd. Ne? Das ist ja gar nicht zu überhören. Aber das könnt ihr auch in anderen Projekten bestimmt mitleben. Wenn ihr nicht sagt, die anderen müssen zwangsweise, ne? Sondern wenn sich das so frei, zwanglos entwickeln kann. Aber was zwangsweise ist das, darf ja nie was sein. Ja? Zwangsweise was darf ja nie was sein. Das ist ja bei niemandem. Also Zwang genau, will ja genau. Niemand. Ne? Genau, genau. Ja, und ich wollte sagen, das, was die größte Glücksquelle aus meiner Sicht oder aus Sicht von Schenker bewegen für die denkenden und sprechenden Tiere ist, also ist das, wo ja auch Dylan gesagt hat, das ist auch in der Gemeinschaft Köln-Süd das erste Grundprinzip dann, dass die denkenden und sprechenden Tiere frei miteinander denken und sprechen können. Und also für mich, wenn ich auf der Suche wäre nach irgendeiner Lebens- oder Gemeinschaftsform, wenn das Angebot da wäre, komm her, du wirst hier als Vernunftseelenwesen mit anerkannt und alles ist offen, wir gucken, was in freier Argumentekultur aufs Ganze gesehen am sinnvollsten und besten sein kann. Also ich würde, ja, 10 Pferde könnten mich nicht halten, ich würde sofort losrennen, ne? Weil überall anderswo ist, hier musst du diese Besonderheit schon gleich mitschlucken, Vogel frisst oder stirb oder... Hier musst du so viel Geld einbringen, da musst du dich in die Genossenschaften mit so und so viel 1.000 einkaufen und ah, was weiß ich, ey. Leute, mich wird doch nichts halten, wenn es irgendwo nur nach Vernunftseelengemeinschaft geht. Wechsel, ja? Wechsel. Zwei und drei sind gut gefüllt. Wenn ihr allerdings gar nichts euch einfällt, könnt ihr natürlich auch in die nächste Runde geben. Ne? Aber euch fällt doch bestimmt noch was ein. Also Wechsel 3. Beschreibt doch mal euer Glück. Eure Glücksvorstellung in der Kommune. Warum sollten die Leute kommen? Welches Glück erwartet sie bei euch? Wechsel 3, ja? Wechsel 3. Ja, welches Glück erwartet sie? Also ich würde sagen, das Glück, frei zu sein von äußeren kapitalistischen Zwangsbedingungen und das dann auch wirklich so leben zu können, miteinander friedlich leben zu können, seine Potenziale entfalten zu können, ohne sozusagen unter dieser Käseglocke von Zwängen leben zu müssen. Und sich gegenseitig beschenken mit allem Möglichen. Wechsel. Wechsel 4.
Ja, für uns Naturwissenschaftler ist es ja so, dass es vor allem darum geht, dass der Kapitalismus aus Sparten besteht und jede Sparte hat uns unser Leben zerstört, uns unser Glück geraubt durch das Einpflanzen von vorteilbringenden Irrtümern, mit denen wir selber hingegangen sind und uns selbst unsere eigenen Lustmöglichkeiten verboten haben, weil wir diese Irrtümer quasi geglaubt und übernommen haben. Ja, und diese Befreiung von vorteilbringenden Irrtümern fremder Sparten, das ist das, was in den naturwissenschaftlichen Gemeinschaften dann uns alle Lustmöglichkeiten wieder erlaubt, sozusagen. Wechsel, oder Ende? Ihr habt noch schöne Konten. Ja, Wechsel 2. Ja. Ja, wo du jetzt noch nach weiterführenden Glückshinweisen gefragt hast, Dylan. Also mit ein bisschen Fantasie kann sich das natürlich, was ich jetzt sage, jeder auch denken. Also wenn die totale Vernunftbefreiung da ist, dieses offene Miteinander schauen, freie Argumentekultur und was ist im Ganzen sinnvoll und gut, dann bezieht sich das ja auf alle Aspekte des Lebens, ne? Politisch, sexuell, ökologisch, also wie man den Gartenbau machen kann, wie man sich kleidet. Also nichts ist durch unvernünftige oder engstirnige Dogmen irgendwie beschnitten. Also das wäre so ein, also jetzt bei Pippi Langstrumpf ist es nicht ganz mit diesem Verantwortungsbegriff oder mit dem Vernunft- und Verantwortungsbegriff verknüpft, ne? Aber wir machen uns dann die Welt, so wie sie uns gefällt. Nicht auf irrationale und bla bla bla, sondern auf vernünftig verantwortliche Weise. Und nur so ist es ja echtes Glück, ne? Weil irgendwie anders, wenn man sich da so ein Spaß-Willkür-Paradies oder so schaffen wollte, hat ja immer den schalen Beigeschmack, dass man sich nicht im Spiegel angucken kann, weil man weiß, ist eigentlich verkehrt und schlecht und schädigt und so. Also der einzige Maßstab, wo man dann aber ansonsten sich das Leben wirklich frei so machen kann, wie man will, der müsste ja sein, vernünftig dabei auf die Verantwortung zu achten und darauf, ob es sinnvoll und gut im Ganzen ist. Piep, piep. Ja, Jungs und Mädels, also kommt, macht mit, toll, was Besseres gibt's nicht. Juhu, dann gebe ich weiter. Euer Konto 3 ist noch gut gefüllt. Ihr dürft aber natürlich auch in die nächste Runde geben. Ja, von mir aus können wir die nächste Runde starten. Öffi, hast du noch was für diese Runde? Dann gehen wir weiter. So, Moment. Ah ja, das muss ich ja erst wieder löschen hier. So, alle Uhren wieder bereitet. Wechsel 4. Ja, also sozusagen mir persönlich, also für mich ist ja quasi, wir sind ja. Also auch die Zawanbono-Schenker-kommunistische Gruppenehe hat also die gleiche Basis wie die Schenker-Gemeinschaften, nämlich sprechen miteinander, Gegenargumente aushalten, Irrtümer rauswerfen und vielleicht schon erste kleine Annäherungen des Körperkontakts eventuell und so weiter. Aber mir wäre das nicht genug. Also ich bin wirklich, also sozusagen. Ja, ich würde so eine Kommune, wenn das hier in Gemeinschaft Köln-Süd entstehen würde, ich würde das auch schon mitnehmen. Besser als nichts. Aber wann auch immer sich für mich Leute, die plötzlich eine Möglichkeit bieten würde, dass wir auch einen Unterabteilungszweig machen, Sawanbono-Schenker-kommunistische Gruppenehe, da würde ich halt denken, dass dann alle meine Lustquellen und Lustmöglichkeiten, die genetisch in mir einprogrammiert sind, so wie bei den Bonobos, dass ich dann also das komplette Bonobo-Leben genießen dürfte. Und das wäre für mich das Paradies auf Erden. Also sozusagen die Forscher, die die Bonobos beobachtet haben, mein Bruder sitzt auch immer bei den Bonobos im Frankfurter Zoo, so als Buddhist, und genießt deren liebevolle Tiefenentspanntheit und Glücklichkeit, also wo das Leben im Kapitalismus 100 Kilometer von entfernt ist, also 100 Mal unglücklicher ist als das, was
wie bei dem Bonobus da überall berichtet wird. Ne? Ja, und jetzt will ich aber noch mal was, noch mal, weil ich auch in jeder Sendung möchte ich noch mal einen tollen, vorteilbringenden Irrtum nennen. Denn also quasi, es ist schwierig in einer Kommune wirklich glücklich zu leben, wenn man immer noch die ganzen Irrtümer der Schwaben des Kapitalismus glaubt. Weil manche der Irrtümer wirken sich aufs Verhalten aus, erzeugen zum Beispiel Streitsucht und so weiter. Und andere wirken sich aus, indem sie zu sexueller Verklemmtheit führen und so weiter. Und andere Irrtümer wirken sich auch sonst wie aus. Aber deswegen ist mein Tipp, man sollte schon in einer Kommune daran arbeiten, wie wir das hier versuchen, mit wo irr ich, wo du, wirklich alle Irrtümer rauszuschmeißen. Ich lese mal vor einen tollen, vorteilbringenden Irrtum, der gerade durch die Presse geistert, also gerade aktuell ist, ne? Also wir haben einen tollen, vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten, der so richtig schön typisch ist. Anstatt dass die Sozialsparten und die Politik, die ihnen ja oft gehorcht, die Wahrheit sagt, dass wir müssten eigentlich den deutschen klugen Frauen es ganz leicht machen, wieder fähige Kinder zu bekommen und damit Fachkräfte in die Welt zu setzen, Arbeitsplätze schaffe und so weiter wieder in die Welt zu setzen und so den Fachkräftemangel dadurch zu beheben, dass wir es den klugen Frauen, oder die Frauen, die selbst Fachkräfte sind, es ganz leicht machen und nicht mehr wie bisher mit Karriereabbruch drohen, wenn sie Kinder bekommen, sondern es ihnen super leicht machen, was ja die GWÖ, GWO-Kombi machen würde, ja. Super leicht machen, Kinder zu kriegen, dann kriegen diese Fachkräfte, die Frauen, die Fachkräfte sind, dann wieder auch Kinder und die werden dann mit einer größeren Wahrscheinlichkeit aus biologischer Sicht Fachkräfte als andere Kinder, weil wir ja sozusagen von der biologischen Wahrheit ausgehen, dass die Fähigkeit, Fachkraft zu werden, auch von den genetischen Voraussetzungen abhängt und nicht nur von der Bildung. Das ist ja aus unserer Sicht der größte Irrtum der Sozialsparten, der so größte vorteilbringende Irrtum, dass man nur mit Bildung aus geistig behinderten Menschen, also auch aus Trisomie 21, Down-Syndrom zum Beispiel, müsste man ja dann, wenn dieses Ideal stimmen würde, müsste man ja durch Bildung dann Genies machen können, die wunderbare Fachkräfte sind und Arbeitsplätze schaffen. Das geht aber nicht, weil nämlich die DNS ganz klare Grenzen setzt. Ja. Und jetzt ist es dann Ding so weiter, dann in der Presse sozusagen, dass man aber anstatt zu sagen, ja, wir müssen unsere klugen Fachkräftefrauen wieder Kinder bekommen lassen, und zwar ganz leicht und viele Kinder bekommen lassen, damit deren Kinder dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder Fachkräfte werden. Stattdessen kommt nur die Aussage, ja, wir brauchen Massen an Zuwanderung aus dem Ausland, aber da kommt dann auch nicht der Satz, dass natürlich vorher immer eine Qualifikationstestung stattfinden muss, wie das vernünftige Länder wie Australien und Kanada und so weiter machen, sondern einfach irgendwelche Leute kommen, weil ja die Sozialsparten davon ausgehen, dass sie mit der Bildung aus jedem, der zuwandert, auch ein Genie machen könnten, spätestens aus seinen Kindern. Ja, und in Wirklichkeit erwachsen nämlich aus einer solchen Politik dann daran nämlich keine Fachkräfte. Die Politik folgt ja den Sozialsparten da, fällt also auf deren vorteilbringende Irrtümer rein. Und daraus erwachsen dann eben keine Fachkräfte, sondern eher große Massen an neuen Sozialfällen, wodurch die Sozialsparten profitieren, indem sie immer mehr Sozialfälle betreuen können. Aber dadurch wird das Land natürlich nicht reicher und stabilisiert, sondern ärmer, weil nämlich jetzt die zwar die Sozialsparten mehr Kunden haben und die Sozialsparten profitiert haben, aber der gesamte Staat ärmer wird, weil die Politik infiziert mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten die völlig falschen politischen Entscheidungen trifft und dadurch das Land noch mehr kaputt geht. Nur so viel mal wieder ein Musterbeispiel eines vorteilbringenden Irrtums.
Und ja, sagt mir, wo ich mich da irre mit diesem Beispiel, mit dieser Interpretation des gerade durch die Presse geisternden Themas. In Deutschland werden die Menschen, haben wir immer mehr Alte und Deutschland verarmt, wir haben zu wenig Fachkräfte und so weiter. Ne? Wo irre ich mich da? Ja, Wechsel. Ende. Ja, wenn es Janik nicht drängt, dann können wir Wechsel 2 sagen. Sogar wenn ich vieles offen lasse, halte ich es für ziemlich verantwortungslos, also jetzt beim Stichwort Zuwanderung, dass man nicht ausreichend schaut, was sind denn überhaupt Verantwortungswerte und inwiefern wollen Menschen, die kommen, Verantwortungswerte. Ich meine, da sagt man, wir haben so eine tolle Verfassung. Mal abgesehen davon, dass auch diese Verfassung eben keine freie Argumentekultur und keine echte Demokratie enthält, denn das würde bedeuten, dass gerade der Rahmen der Entscheidungsformen des Systems, dass das den Menschen wirklich zur Entscheidung vorgelegt wird. Und nicht nur alle 4 Jahre können sie Detailentscheidungen treffen, sondern der Systemrahmen, der müsste ihnen insgesamt so richtig durchleuchtbar sein, reflektierbar sein. Da fehlt es ja an Grundsätzlichem, dass den Menschen überhaupt erstmal persönliche Verantwortungsreife erkennbar gemacht würde, beigebracht würde. Da gibt es ja wissenschaftliche Konzepte für das Post-Conventional Level und so. Und dass man gerade nicht einfach irgendwo hinterherrennen darf, ohne es kritisch geprüft zu haben, an Grundmaßstäben wie Verantwortungsverantwortlichkeit, Menschenrechten und so. Und ja. Also da wird viel Augenwischerei betrieben, keine Gründlichkeit der Reflexion und der Prüfung. Sind da vielleicht Leute, die kommen, die gar nicht im Sinne der Menschenrechte eingestellt sind und ähnliches. Dadurch leistet man natürlich dann auch seinen Beitrag dazu, dass auch Gewalttätigkeit, Kriminalität und so zunehmen können. Also da ist vieles, wo man den Politikern sagen kann, ihr verhaltet euch verantwortungslos, ihr gesteht euren eigenen Menschen die wichtigsten menschlichen Grundwerte nicht zu, ihr schaut bei denen, die dazukommen, nicht, inwiefern da verlässlich diese tragfähigen Grundwerte gegeben sind. Also insgesamt ist ja auch das Bild der Politiker und ihrer leitenden, ich sag mal, Psychostrategen tatsächlich, dass die Menschen dressierbare Tiere sind. Und man sollte sie gar nicht so mit irgendwie kulturellen Eigenschaften oder Wertbewusstsein oder sowas ja, verbinden oder ihnen ihre Konturen geben, mit denen sie nicht mehr so leicht dann irgendwie geschliffen werden können. Sondern man kann die Menschen mit den Leckerlis, die man ihnen ausstreut, oder den Konsumverlockungen und den Vorteilen, die man ihnen da dann bietet, da kann man sie hindressieren. Sodass die Massenmenschen sind, die sich am Ende auch, was weiß ich, impfen, chippen, was weiß ich, lassen, die jedenfalls verwertbar sind für eine digitale Überwachungs- und Kontrolldiktatur, wohin der Zug mit erkennbarer größten Gefahr hingeht. Und ja, also da fehlt insgesamt in der Gesellschaft das Bewusstsein und die Ermöglichung von Spielräumen, um dagegen zu steuern. Bei den Politikern fehlt es und in der Bevölkerung fehlt es auch. Das ist sehr bedenklich, ja. Ich gebe ab Ende. Wechsel. Euer Konto 3 ist gut gefüllt. Ja, ich sage, ich habe nichts. Ich gebe das gern frei, die Zeit. Öffi, du kannst Konto 3 nutzen, wenn nicht auch gerne nächste Runde, wie ihr wollt. Ihr entscheidet. Wir können gerne nächste Runde sagen. Ja. Wechsel 4. Wechsel 4. Ja, also ich habe das Beispiel, zum Beispiel jetzt aus diesem Beispiel des vorteilbringenden Irrtums, so wie ich ihn jetzt dargestellt hatte, könnte man auch für eine Kommune zum Beispiel lernen, dass man solche Zentralirrtümer eben aufgibt, wie dass sozusagen der Mensch und seine Intelligenz und seine Fachkräftefähigkeiten völlig unabhängig von seiner DNS und seinen Eltern sind, sozusagen,
also quasi, dass man wieder zurückkommt zu dem Erkenntnis, dass der Apfel eben leider nicht unendlich weit vom Stamm fällt und dass man deswegen ja, also so Irrtümer rausschmeißen, finde ich halt immer gut. Ne? Also weil man weiß ja nie, wo ein Irrtum, solange er beibehalten ist, dann plötzlich auch in einer Kommune zu Fehlverhalten führen kann oder zu Problemen führen kann und so weiter. Ja, aber mir persönlich geht es ja heute darum, also quasi die Leute einzuladen. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Genies, die in Deutschland sind und die von denen, übrigens, wir hatten so viele Zuhörer wie noch nie. Wir hatten bei der letzten Sendung 3 bis 4 Leute, die von Anfang bis Ende alles zugehört haben. Das hatten wir noch nie. 3 bis 4 Leute. Ja, hört. Ja, und ja, wenn da auch nur ein Genie drunter wäre und das wirklich verstehen würde. Und ich habe jetzt bei Facebook inseriert, dass die Leute sich die Sendungen anschauen sollen und wenn sie da ein bisschen was verstehen können, dass sie dann vielleicht zu den Genies gehören, die wir suchen. Ja? Dass sie überhaupt auf so hohen Ebenen mitdenken können. Ja, aber sozusagen. Noch einmal, ich will noch mal, bevor vielleicht dann die Schenker-Gemeinschaften noch mal ihre Glücksvorstellungen präzisieren. Also bei den Schenker-Gemeinschaften ist halt so, dass mir es nicht reichen würde, das, was die Schenker-Gemeinschaften sagen, dass die höchste Erfüllung darin liegt, das Richtige zu denken und zu tun für das Gute und für das große Ganze der gesamten Menschheit, sozusagen die menschengeschwisterliche Familie. Ich empfinde mich als Tier, ich empfinde mich als ganz normales Tier, wie alle anderen Tiere auch der Erde, sozusagen, und ich will meine genetisch in mir einprogrammierten Lustmöglichkeiten, ich will so wenig wie möglich, dass meine Schmerzmöglichkeiten, die mir durch die Gene eingebaut sind, wenn ich mir jetzt auf die Hand haue, dann kriege ich Schmerzen, ja, das sind alles genetisch gewachsene Schmerzmöglichkeiten, Unlust oder Schmerzmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite hat der Körper mir Lustmöglichkeiten eingebaut, sozusagen die DNS mir eingebaut. Und ich will, dass diese alle angesprochen werden dürfen in einer Kommune, ja, in der Unterabteilung unserer Gemeinschaft Köln-Süd, Savannen-Bonomo-Schenker-Kommunistische Gruppenehe. Und dass ich damit dann genauso viel Lust erleben haben darf und mir gegönnt wird, quasi wie die Bonobos es heute noch haben. Ja? Die Art, wenn die Menschen nicht auf der Erde wären, wären ja die Bonobos die höchste intelligente und sozial intelligente Art der Erde. Dann wäre die Erde überzogen vielleicht mit Bonobos und damit mit einem pazifistischen Netz des Gutes tun überzogen. Und all die Probleme gäbe es nicht. Bis zu dem Tag, an dem der Bonobo den Kapitalismus erfindet. Dann würde die ganze Scheiße auch bei den Bonobos anfangen. Aber ich hoffe nochmal, liebe Zuhörer, ich habe es zusammengefasst. Ich will rein körperlich auch, dass alles, was mir als genetisch gewachsenem Menschenkörper oder Tierkörper Lust machen kann, dass das auch alles stattfindet und ich das genießen darf und alle anderen Gruppenmitglieder das auch genießen dürfen, Kommunenmitglieder genießen dürfen. Und jetzt müssen die Schenker-Gemeinschaften nochmal schildern, wo sie die höchsten Stufen des Glücksempfindens für ihre Mitmachenden sozusagen, Mitlebenden, ja, wie sie das anpreisen können. Ja? Macht mal Werbung für die Schenker-Gemeinschaften. Wechsel. Ja, wenn der Janik nicht was hat, womit es ihn vorandrängelt, gerne Wechsel 2. Ja, ich sag mal 2 Aspekte, die bei uns noch mit im Bewusstsein so sind, da vorkommen. Das eine ist tatsächlich, wenn wir im Wesentlichen die denkenden und sprechenden Tiere sind, dann müsste das Denken und Sprechen uns eigentlich auch das größte Glückspotenzial ermöglichen können, den größten Flash. Gemeinsam richtig denken flasht mehr dann als der höchste physisch-sexuelle Orgasmus. Ja, hinzu kommt aber auch noch, damit knüpfe ich an das, was ich zuvor sagte, auch bezüglich Zuwanderung oder überhaupt, Gemeinschaftsbildung.
Wenn ein Bonobo auf andere Bonobos trifft, dann kann er davon ausgehen, dieselben Verhaltensmuster sind da und er kann sich da vertrauensvoll in dieselben Muster fallen lassen. Eine Begleiterscheinung unserer Fähigkeit zu denken und zu sprechen ist, dass bei uns die Verhaltensmöglichkeiten, die Mustermöglichkeiten und damit verbunden auch die Gefahrenmöglichkeiten, dass wir irgendwie schlecht behandelt werden oder missbraucht werden, da ist natürlich auch ein höheres Potenzial. Und ich sag mal, auch die Sexualität unter Menschen wird sich dementsprechend, also A, natürlich auch durch die Verbindung von körperlichem und geistigem Rausch, bestmöglich entwickeln können, denke ich. Aber auch jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass wir Menschen Wechselwunsch. miteinander durch Denken und Sprechen, können wir die Vertrauensbasis so herstellen, dass da Verhaltensspielräume dann da sind, in denen wir uns gleichzeitig sicher fühlen und die kreativer und offener sind als alles, was irgendwelchen anderen Wesen so möglich ist. Und diese Fähigkeit des Menschen, über Vertrauen nachzudenken, da schreibe ich gerade auch im Friedenscheck. Ende. Ja. Ah ja, okay, das ist ganz wichtig in meinen Augen. Wechsel 4. Ja, jetzt sehen wir ja wunderschön den Unterschied zwischen den Naturwissenschaftsgemeinschaften und den Schenker-Gemeinschaften, dass bei den Schenker-Gemeinschaften der geistige Orgasmus des Miteinander sinnvoll Redens, der freien Argumentekultur als quasi sehr hoch angesehen wird oder gar als oberstes angesehen wird, während bei den Naturwissenschaftsgemeinschaften der körperliche Orgasmus weit höher angesetzt wird als der geistige Orgasmus und das geistige, zum Beispiel die Plena in der Form dieser Popperfrack. Ich finde, wir haben jetzt eine wunderbare Gesprächsebene und Form gefunden mit dieser neuen Popperfrack mit den Redezeituhren, ja, dass das zwar schön ist, aber eigentlich eher aus naturwissenschaftlicher Sicht eine Notwendigkeit ist, die einfach getan werden muss, weil ja sonst die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten alles zerstören. Ja? Also ich sehe es eher als eine Notwendigkeit, die unbedingt sein muss, dass wir die Popperfrack, dass die am Anfang jeder Kommunenbestrebung stehen muss, ja? Gerade weil die Menschen voll aus dem Kapitalismus ja kommen, voll von vorteilbringenden Irrtümern. Und die Schenkergemeinschaften sehen in diesem Gespräch schon eigentlich schon eine Glücksquelle an sich. Ja? Wechsel, wo irre ich mich dabei? Ja? Wechsel. Zwei und drei voll. Ah, ich bin noch voll sogar. Ja, du, das Ende bezog sich doch nur auf den Wechselwunsch. Alles super, alles super. Dann nochmal Wechsel 2. Ja, also ich glaube, die Verbindung von allem ist natürlich dann nochmal eine Bereicherung, aber von den vorhandenen beteiligten Elementen würde ich sagen, ist das geistig-seelische die höchste Qualität. Und sie kann die Verbindung der Rauschzustände und die Vertrauensbasis und dann auch die kreativen Spielfelder in einem höchsten Ausmaß ermöglichen. Und ja, aber das können wir alles gemeinsam, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, experimentieren in diesen Gemeinschaftsversuchen. Der Grund, warum ihr dahin müsstet, das wäre mir noch vielleicht wichtig zu sagen, weil ihr könnt ja sagen, alles gut und schön, glücklich sein. Aber wenn ich denke, ist besser, ich habe meine Single-Wohnung und kann shoppen gehen und kann mir da per Dating da die Sexpartner organisieren. Warum ist es auch aus moralischer Notwendigkeit eben notwendig und dann auch ein Bestandteil des Glücks? Ihr braucht euch nur die Frage stellen, darf man Steuerruder in nicht verantwortliche Hände geben? Darf man nicht? Also sind Gemeinschaften, wo die Steuerruder zwischen verantwortlichen Händen weitergereicht werden, ein unbedingtes Muss, um einen Rahmen zu haben, mit dem man dann andere Glücklichkeitsformen gemeinsam entwickeln kann. Ja, Dankeschön. Wechsel 4. Ja, wie sieht es die Naturwissenschaft? Die sieht es ein bisschen anders. Leute, warum ihr das überhaupt machen solltet, ist, naturwissenschaftlich steht fest, es kann kein Glück im kapitalistischen Leben geben. Weil der Kapitalismus ist per se ein Glücksräuber.
Also das heißt, ihr sucht immer wieder im Kapitalismus das Glück, Leute, oder in kapitalistischen Kommunen, Sektenkommunen und allem Möglichen. Dort kann es aber kein Glück geben, weil der Kapitalismus ist gleich Unglück. Und deswegen müsst ihr zu unseren Kommunen kommen. Ja? Das ist unser Argument. Ende. Ja, euer Konto 3 ist gut gefüllt. Oder sollen wir die nächste Runde betreten? Ja, wir hören dich nicht, Alex. Ja, ich hatte auch nichts zu sagen, aber von mir aus kommen wir in die nächste Runde. Ja, dann neue Runde, Wechsel 4. Die ja auch die Abschlussrunde dann jetzt ist. Also können wir da jetzt uns dessen bewusst sein, dass wir da jetzt quasi unsere abschließenden Worte mitteilen. Ja, reicht dann vielleicht noch für eine einminütige Schlussrunde. Also aber legen wir los. Wechsel 4. Das will ich nochmal aufgreifen. Kein Glück im Kapitalismus. Das Problem ist, dass durch die vorteilbringenden Irrtümer, erinnerst du dich noch, Janik, wie ich es letzte Mal gesagt habe, dass wenn der Arzt den vorteilbringenden Irrtum bringt, dass diese qualvolle, folterartige Chemotherapie die einzige Rettungschance für den Menschen ist. Und wenn er diesen vorteilbringenden Irrtum fälschlicherweise für Wahrheit hält, dass er sich also bereitwillig foltern lässt und dabei den Folterer noch als seinen Retter oder als einen Helden ansieht. Ja? Und das ist im Kapitalismus eben so, dass die Menschen im Kapitalismus gar nicht spüren, dass der Kapitalismus aus Glücksarmut beziehungsweise Glücksräuberei besteht. Also im Kapitalismus kann es kein glückliches Leben geben, weil die ganzen Konsumsuchtsparten, ja, alle ja davon leben, dem Menschen seine natürlichen, jetzt ist wieder Naturwissenschaftssprech, ja, seine natürlichen Lustmöglichkeiten wegzutabuisieren durch vorteilbringende Irrtümer, wegzureden, wegzuargumentieren, ja, so dass die Menschen dann diese natürlichen Glücksquellen, ach, ich habe übrigens was vergessen bei unseren Kommunen, natürlich gemeinschaftliches Singen und Tanzen und Musizieren und gemeinschaftlicher lustvoller Sport, das sind ja auch noch natürliche Glücksquellen, ja, denn naturnahe Völker, die tanzen und flirten und singen und so weiter, ja, das gehört natürlich alles dazu, zu Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppen, eher einfach alles, was Menschen Lust macht, von Natur aus Lust macht, ja, und das nochmal klar sein. Wenn Sie draußen denken, ja, auch mein Leben ist doch so ganz nett, das ist ein Irrtum. Das ist, weil sie gar nicht merken, weil der Kapitalismus dafür gesorgt hat, dass sie gar nicht merken, dass sie niemals glücklich werden können. Im Kapitalismus gibt es kein glückliches Leben. Ja? Kein richtig glückliches Leben. Wir haben ja in der letzten Sendung, habe ich ja geschildert, dass es natürlich einzelne sexuelle Erlebnisse auch im Kapitalismus gibt für die Oberärzte, die dann mit den Krankenschwestern und den Ärztinnen schönen Sex haben. Aber wirklich umfassend glückliches Leben kann es im Kapitalismus nie geben, für niemanden. Und wenn Sie das noch nicht begriffen haben, dann haben Sie eigentlich noch gar nichts begriffen. Dann sind Sie noch ganz am Anfang. Dann sind Sie noch keinen Millimeter aufgewacht. Ja? Und das ist der eigentliche Grund, warum Sie in unsere Kommunen kommen sollten. Weil hier die Werkstatt ist, in der Sie die einzige Chance haben, zu sterben, dass Sie nicht sterben müssen, ohne jemals gelebt zu haben. Ja? Also hier mit dieser naturwissenschaftlichen Gemeinschaften und Schenkergemeinschaften haben Sie im Gegensatz zu all diesen sektierischen Gemeinschaften, wo Sie quasi irgendwelche Sektenlehren übergestülpt kriegen und entsprechende Zwänge und so weiter, was ja Öffi genauso ablehnt wie ich, da
hier sind Sie ganz frei von Zwängen. Sie können alles aussprechen. Sie können uns versuchen zu überzeugen von allem, was auch immer Sie wollen. Sie müssen nur auch ertragen, dass wir Gegenargumente eventuell haben. Und ja, und aber auf jeden Fall ist hier die höchste Stufe von allem, was es auf der Welt gibt. Und ja, aber eben. Wahrscheinlich müssen sie relative Genies sein, um da mitgehen zu können, denn viele Leute können damit nicht mitgehen, sondern die glauben einfach alles, was der Kapitalismus ihnen gesagt hat. Erstmal so viel, wo irre ich mich, Wechsel, soweit. Ja, Wechsel 2 gerne. Ja, ich sehe es ja zustimmend so, dass die Menschen eben nicht mehr in so berechenbaren, verlässlichen Mustern sind, wie bei den Bonobos, sondern wie auch immer man das beschreiben will. Ob man sagt, wir haben nicht so instinktive oder automatische Muster in uns, da sind jedenfalls diese Spielräume, weil es einem irgendwie so gefällt, auch maßlos oder pervers die Verhaltensweisen umzugestalten. Und leider scheint es sehr stark so zu sein, dass, wie man ja am Internet, an den sozialen Netzwerken und so sieht, an den damit verbundenen Gefahren, dass die meisten Menschen wirklich in der Filterblasenmentalität lieber sind. Ich höre am liebsten, was mir gefällt, nicht was, wenn man es gründlich prüft, am besten ist, am wahrsten ist, sondern was mir einfach so in den Kram passt oder mir nach meinen Lieblingsmeinungen das Wort redet. Da bin ich am meisten für, das sind meine Freunde, da fühle ich mich wohl. Wir spiegeln uns alle nur gegenseitig auf wer weiß was für falschen Wegen, bestärkend. Und ja, das ist eine Riesengefahr. Ne? Und wenn jetzt jemand meint, naja, aber ich fühle mich doch wohl damit, warum willst du mir diese Zufriedenheit nehmen? Für mich ist das glücklicher wahrscheinlich als das, was ihr da so hier propagiert. Falls der Betreffende, und das ist ja jetzt nur ein Bruchteil dessen, was Dylan so als Genievoraussetzung nennt. Falls der Betreffende bereit ist, ein bisschen tiefer einfach reinzuschauen und drüber zu reflektieren. Und man kann ja schon mal ein bisschen reflektieren, auch wenn man noch nicht sagt, ich bin hauptsächlich der reflektierende Geist und alles andere ist nur Teil davon oder zu integrieren. Also ein bisschen reflektieren kann ja auch Spaß machen oder kann schön sein. Dann kann man eben darüber reflektieren, was ist man als Mensch und was sind so die Wesens- und Bedürfnissebenen, die man hat. Ne? Und da empfehle ich dann die Beschäftigung mit dem Post-Conventional Level, also in der Entwicklungspsychologie. Was ist der Mensch? Drei Stufen werden da beschrieben. Das erste ist wirklich diese, ich sag mal, unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, so wie das Kind nach der Mutterbrust schreit. Ne? Ich will, ich habe ein Bedürfnis, möglichst viel Befriedigung. Ich lerne vielleicht noch ein bisschen Lohn-Strafe-Mechanismen und eine Handelsschleue zu entwickeln. Also wenn ich mich so zu den Eltern verhalte, lieb zur Mutter bin, gibt's mehr und so weiter. Die meisten Menschen behalten das bis an ihr Lebensende als Leitmaßstab bei, als höchster Maßstab. Kann man ja an so Sprüchen erkennen wie, jeder hat seinen Preis, ne? Und die meisten Menschen träumen mehr vom Lottogewinn für sich als von Gerechtigkeit für alle. Da kann man dran sehen, dass man mit dieser primitivsten Stufe ein korrupter Mensch ist. Und dann, wenn man reflektiert darüber, kann man sich fragen, fühle ich mich damit wohl? Ist dieser Spaß, den ich vielleicht habe und von dem ich denke, indem ich einfach den Spaß schache, wo er zu kriegen ist, kriege ich einen möglichst großen Haufen? Ist das eben wirklich das Beste? Ja, und ganz kurz dann das andere noch. Die zweite Stufe ist das konventionelle Bewusstsein. Da macht man die Spielregeln der Gesellschaft mit, weil man sieht, sie sind da und besser mit Spielregeln als ohne. Dann wäre es zu chaotisch. Man könnte seine Bedürfnisse nicht so befriedigen. Wobei man selbst die Steuererklärung weiterfälscht, aber hofft, dass die anderen daran gehindert werden durch die Spielregeln. Der Anteil meist von dem anderen. Ende. Und das Schönste ist mach das Postconventional. Gerade noch den Postconventional-Level-Punkt dann auf der U3. Yannick, darf er? Ja, darf er? Postconventional. Ja, klar. Dann mach gerade den noch zu Ende, aber dann Wechselwunsch von mir aus dann. Ja? Okay. Ja, dann Post-Convention Level, schaut es euch an. Ich brauche da im Grunde gar nicht viel zu sagen, oder doch. Ich werde einen Link, ich hoffe, ich behalte es im Gedächtnis, aber sonst, ihr findet es auch über die Website Global Love EU, seht ihr auf meiner Stirn. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen weiter denken, das Post-Convention Level. Weil der gute Lawrence Kuhlberg, der das erforscht und formuliert hat, der war ja sehr realistisch und der hat schon gesehen, es gibt eigentlich gar nicht diese Menschen. Also wir beschreiben hier ein Verantwortungslevel, die Menschen finden wir gar nicht. Die laufen ja mit Fragebögen rum, mit Dilemma-Fragen.
und gucken aus den Antworten, nach welchen Maßstäben richten sich Menschen. Also es ist eigentlich fast immer nur eins, Level 1 und Level 2. Dieses Level 3, dass man nicht blind mitspielt und guckt, wo wird mein Preis am besten bezahlt oder wo kriege ich am möglichst viel Lotto gewinnen, Spaß. Diese Stufe gibt es so gut wie gar nicht. Aber er hat sie dann eben beschrieben und er hat sie erstmal ja überwiegend im Namen auch nur negativ beschrieben. Das postkonventionelle Bewusstsein, nachkonventionell, also negativ abgegrenzt vom konventionellen Bewusstsein. Was ist die positive Ausdrucksweise und auch ein positiv gefüllter Begriff? Das ist das Spirit Identification Level, so würde ich das nennen. Die Wenn Sie wollen. Identifikation des Menschen mit seiner Vernunft, Seele und seinem Geist. Und das findet ihr als Link dann auch, findet ihr das da eben auf der Global Love EU-Seite, wo diese Dimension, also gesellschaftliche Tabus, die überwunden werden können, bis hin zu dieser höchsten Erfüllung im Spirit Identification Level, wo das ein bisschen detaillierter beschrieben wird. Ende. Rita Goy. Ja, Wechsel 4. Ja, das zeigt jetzt ja gerade eben nochmal schön einen Unterschied zwischen den Naturwissenschaftsgemeinschaften und den Schenker-Gemeinschaften, dass wir sagen, auch ohne Moral, also die Post-Conventional Level ist ja auch moralisch verantwortliches Handeln für das große Ganze, für die Menschheit und so weiter. Und wir sagen, wir können die Welt auch mit gutem Tun überziehen, ohne moralisch zu werden, weil nämlich die Savannen-Bonobo-kommunistische Schenker-kommunistische Gruppenehe automatisch nur gutes Verhalten zulässt, nur gutes Tun zulässt. Ja, Wechsel. Ja, Wechsel 4 dann nochmal. Oder ich kann kurz. Ja, das ist, Konto 3 ist ja noch voll. Ja, genau. Ich sage aber nur kurz. Ich will dem Janik ja auch nicht alles wegnehmen. Der kann sich da auch noch verabschieden. Wir haben ja schon 4 Minuten vor 10. Ja, also ich wollte nämlich den Zuschauern noch sagen, liebe Leute, ihr hört hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch als Menschen sehen könnt, auch eure innere Motivation, eure Reifezustände und so. Und was leitet euch? Was sagt ihr von euch selbst, was euch glücklich machen kann? Also mein Schlusswort sei dann auch, sucht so gut ihr könnt euer Glück, fragt euch, was es ist, sucht es euch aus, also auch was ihr jetzt heute oder sonst in diesen Sendungen hört, welches Bild von euch wollt ihr denn haben und was denkt ihr, was euch am meisten glücklich macht? Alles klar, wechseln. Wechsel 4. Ja, und das könnt ihr ja alles in unseren Gemeinschaften le leben, auch in unserer Gemeinschaft Köln-Süd, wenn ihr zum Beispiel Sex zum Beispiel ablehnt oder Riesenangst habt für Sex. Kein Problem, kommt in die Gemeinschaft Köln-Süd, weil ihr könnt ja immer das leben, was ihr wollt. Also ihr könnt euch ja auch aussuchen, ob ihr ein moralischer Mensch werden wollt, der wie eine Immunzelle für den Menschheitskörper Verantwortung übernimmt, oder ob ihr versuchen wollt, über das Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe-Modell von Natur aus gut zu werden, sozusagen durch die Naturmechanismen, die Bonobos zur gewaltärmsten Art der Erde überhaupt gemacht haben und zur sozialsten, liebevollsten Art der Erde gemacht haben. Das könnt ihr doch alles selbst entscheiden. Ja, also Wechsel. Ja, Wechsel 3. Ja, ich finde das auch schön, dass wir diese Möglichkeiten haben, so zu leben in Kommunen und kann das auch sehr empfehlen. Also mir geht's gut damit und ja, ich danke fürs Gespräch heute Abend. Und freue mich auch über weitere Gespräche, die so schön tiefgründig sind, wie die, die wir immer hier gemeinsam haben. Danke. Wechsel 4. Ja, also die heute von uns beiden, von uns Schenkergemeinschaften, Naturwissenschaftsgemeinschaften aufgezeigten Glücksmöglichkeiten, die findet ihr nirgends woanders.
Weil in allen anderen Kommunemodellen oder was ihr denkt gerade, was wo ihr gerade glaubt, ihr hättet schon längst den Weg zur Glückseligkeit gefunden und so weiter. Ich sage euch, das ist ein Irrtum. Kommt hierher, stellt das auf den Prüfstand und ihr werdet merken, dass ihr viele Gegenargumente hören werdet, die euch vielleicht dann überzeugen, dass ihr quasi wieder einen unglücklichen Weg eigentlich gewählt habt und keinen glücklichen Weg. Also das, was hier heute besprochen wurde und euch an Glücksmöglichkeiten angeboten hat, da war das Weltbeste dabei. Und wenn ihr nicht das Weltbeste wollt, dann kommt nicht. Aber wenn ihr das Weltbeste für euer Leben wollt, dann kommt und redet hier Samstag mit und Öffi und Yannick ladet alle Leute ein, die ihr kennt, und fragt sie, warum seid ihr eigentlich nicht dabei? Wieso habt ihr Angst davor, euch Gegenargumente anzuhören? Zum Beispiel von den Naturwissenschaftlern. Warum mögt ihr das nicht? Was stimmt da nicht? Ja, sollen wir also für heute Punkt 10 Schluss machen, ja? Nicht verkehrt, ich glaube, wir sind rund, ne? Es ist alles rund, ja. Alles klar, bis nächsten Samstag. Und ich hoffe, dass wir wieder 3 bis 4 Zuschauer haben, die das bis zu Ende schauen werden. Ne? Alles Namaste, klar. Umarmung Tschüss. Für alle, die wollen. Lasst es euch gut klar. gehen, liebe Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.